Wird Ramón Caselusky der neue Superstar? Der talentierte Zirkusmoderator kämpfte sich bei Deutschland sucht den Superstar Runde um Runde weiter und steht am Samstag zusammen mit Chiara De Amico, Paulina Wagner und Joshua Tapper im Finale der Show. Viele Zuschauer sind davon überzeugt, dass Ramón das Rennen für sich entscheiden wird. Doch schätzen seine DSDS-Mitstreiter, Wettspieler und die Promiflash-Leser das genauso ein. Joshua verriet in einem Gespräch mit Promiflash, dass Ramón ihm im Finale gefährlich werden könnte, weil er der einzige Mann außer mir ist und in der ersten Show einen Riesenvorsprung hatte. Dass er der Publikumsfavorit sei, müsse jedoch nichts heißen, dasselbe sei im vergangenen Jahr auch über Nick Faretti gesagt worden, doch dann habe Devin Herbrücken gewonnen. Auch Chiara und Paulina sind nicht überzeugt davon, dass Ramón die Nase vorn hat, für mich herrscht Gleichstand, verriet Chiara. Dem schloss sich ihre Mitstreiterin an, ich denke, dass alles noch offen ist. Ob die drei damit aber richtig liegen? Die Wettquoten zeigen immerhin, dass die Mehrheit der Spieler bisher auf Ramón gesetzt hat. Wie Bildsportwetten berichtet, hat der Castingshow-Teilnehmer eine Wettquote von 1,33. Die seines Kollegen Joshua liegt dagegen deutlich höher bei 7,50 und die von Paulina und Chiara liegen sogar bei 8,00 Stand zweiter. April 2020 um 18:39 Uhr. Da der Gewinnfaktor bei einem DSDS-Sieg von Ramón sehr gering ist, rechnen offenbar viele Wettfans mit seinem Erfolg. Die Tendenz deckt sich mit dem Ergebnis einer Promiflash-Umfrage vom 20. März 2020. Demnach hatten 79,5% der Wähler vermutet, dass Ramón DSDS gewinnen wird. Nur 20,5% hatten an den Sieg eines anderen Kandidaten geglaubt.